Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu City Skylines in der fünften Staffel in Neufriedheim. Mein Name ist der Ed, ich begrüße dich ganz herzlich, schön, dass du da dabei bist. Beim letzten Mal haben wir uns damit beschäftigt, hier unseren Bürgern einen Stadtpark zu bauen. Stufe 1 ist er noch, der wird irgendwann besser werden, gar keine Frage. Dann haben wir angefangen, hier Vorbereitungen zu treffen für das Erzindustriegebiet. Können wir aber noch nicht bauen, das Hauptgebäude, weil wir keine 2000 Einwohner haben. Erst 1,3, das zwingt mich quasi mehr oder weniger dazu. Mal ganz kurz zu reagieren. Ist das denn Highschool? Will ich nicht. Highschool will ich auch nicht. Das zwingt mich jetzt gerade wirklich dazu, wie gesagt, zu reagieren. Den Leuten hier nochmal was Gutes zu tun. Das sollte den Leuten nach oben helfen. Deswegen werden wir jetzt Folgendes tun. Und zwar uns in diesem Gebiet hier auch niederlassen. Hier jetzt eine weitere City aufziehen. Im Großen und Ganzen. Was extrem teuer gerade war, wie ich festgestellt habe. Gehen da raus auf eine Viererstraße. Small Four-Lane Road. Oder gehen wir auf eine Sechser, ich weiß es nicht. Ah, das ist die Standard, ne? Ah, keine 90 Grad. Ich will aber 90 Grad haben. So, dann geht es nämlich in die Richtung weiter. Ja, oder auch nicht, ne? Oder auch nicht. Wie gesagt, hier soll eigentlich dann auf eine große Straße, dass sie da abbiegen können. Das Ganze passieren. Wir müssen natürlich zusehen, wie wir das jetzt hier hinbauen. Sieht auch irgendwie doof aus, ne? Was ist denn das hier? So. Ich mach mal ein bisschen schneller, damit wir ein bisschen Geld bekommen. Na, wir werden das uns jetzt hier... Oh, guck mal, Schiffchen. Das uns jetzt hier holen. Können wir eigentlich gleich mal zum neuen Gebiet machen. Ah, das wird hier... Neues... Stadtgebiet. Dann werden wir das hier zu einem Stadtgebiet machen. Ja, zack. Das wird ja früher oder später weggerissen werden. Das wird dann ein Gebiet hier werden. Soll ja dann umziehen. Was wir brauchen ist auf jeden Fall nochmal Strom. Brauchen wir nicht. Das hat Anschluss. Aber Wasser brauchen wir. Können wir uns... Ja, hier hinten fließt die widerliche Brühe weg. Wenn wir das wegleiten in die Richtung, dann wird das aber... könnte eklig werden. Oder wir schließen es an bestehende Rohrsystem an. Können wir natürlich auch machen. Kostet uns natürlich dementsprechend was. Aber gut. Was soll's, ne? Ah, verdammt. Nicht genug Geld gerade. Ah! Ja, bauen Sie mir Wohngebiet. Ja, ist ja logisch, dass wir das machen. Mein Gott. Das brauchst du mich nicht dran erinnern. Das weiß ich doch. Aber ohne Moos nichts los, ne? Liebes Spiel. Ohne Moos nichts los. Sieht ein bisschen doof aus. Nicht gerade symmetrisch. Das gefällt mir nicht so ganz. Das ist optisch aber ein bisschen mäh. Das ist optisch ein bisschen mäh. Gefällt mir nicht. Ja, Ort ist bereits belegt, ist klar. Natürlich.
Dann gehen wir hier raus. Die große Straße sieht da, glaube ich, ein bisschen besser aus. Machen wir so. Wie gesagt, das wird jetzt wieder Hauptstraße, ne? Ist ja ganz easy. Ah, kein Geld wieder. Das ist so. Zum Mäusemelken. Zum Mäusemelken. Hier wird so ein bisschen davon und hier geht es dann los mit ersten Gebäuden. In der Hoffnung, dass sie da auch schnell einziehen. Strom? Ja, kommen sie schon. Sehr gut. Die Leute sind so erpicht darauf, bei uns hier zu leben. Was ich auch gut verstehen kann. Ja, wir werden denen ja alles geben, was wir können. ...1200 Einwohner. Das ist jetzt gar nicht so viel. Machen wir hier noch einen raus. Ich weiß nicht, mehr reicht eigentlich, ne? Wenn wir dann mit normalen Straßen hier langziehen. Komm, zeig mir mal die normalen Straßen, bitte. Viel mehr haben wir ja noch nicht. Bauen wir parallel. Ah, wieder nicht genügend Geld. Ah, komm schon. 880, komm. Will den da anbringen? Nee. Was macht er denn da auf Tunnel oder was? Tatsächlich, der geht. Na, was machst du denn da? Warum gehst du denn jetzt nach oben? Du sollst nach... Hallo, bist du? So, machen wir so. Mehr Wohnraum wollen sie. Wohnraum, die wollen bei uns alle wohnen. Ich muss dann nochmal den Style hier festlegen. Warte mal kurz, das können wir, glaube ich, ganz schnell machen. Mittlere Viertel. Voreingestellter Stil. Machen wir hier Italien? Ja, ich glaube es. Machen wir hier so ein bisschen italienischen Stil, weil liegt ja mitten am Strand und so weiter. Ja, dann werden die sich jetzt ändern. Wasser ist... An der Stelle ein bisschen problematisch, okay. Aber nicht allzu lange. So, dann gehen wir hier lang. Ah, nicht genug Kohle, das ist klar, wie immer. Aber dann bauen wir hier unser erstes Italienviertel auf. Weit weg vom Schuss quasi. Aber immerhin angebunden per Autobahn, ne? Also die können da ruhig durchaus ran. Wir müssen, wie gesagt, auf 2000 Einwohner kommen und das ist natürlich so eine Sache. Ja, schön. Ja, schön sieht das aus. Gefällt mir gut. Gefällt mir richtig gut. Ah, da noch ein bisschen einkaufen. Ihr schmiegt euch da mal schön rum. Sehr schön. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Belmont Stadtpark hat Stufe 2 erreicht. Sehr schön. Parkschachfeld. Sehr schön. Sehr gut. Gefällt mir gut. Dann gehen wir jetzt weiter mit unserer großen Straße. Ruhig hier lang. Hier wird es noch einen Kai geben. Welchen Hochwasserkai? Ich will hier nicht mit Überschwemmung oder sowas leben. Dann werden wir vielleicht noch einen kleinen Hafen anbringen.
Bop, 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 bop. So, zack. Sehr schön. Jawohl. Wunderbar. Jetzt wartet mal ganz kurz noch. Wir werden das Ganze mal... Das genau. Historisch setzen, in der Hoffnung, dass dann die Gebäude sich nicht weiter verändern. Das soll so ruhig erhalten bleiben. Finde ich wichtig. Das brauchen wir auch hier drin. Der Transport 2200, ey. Gehen wir hier nur mit dem hier so ran und das Stück will ich hier erhalten, das bleibt so. Das gehen wir mal mit. So, alles klar. Dann gibt es hier noch ein bisschen was zum Einkaufen. Hier noch ein bisschen was zum Leben. Da ziehen sie auch fleißig ein. Das freut mich natürlich. So. Mach ich mal auf gerade. Ja, ich weiß nicht, wie das ist mit dem Zugspät, mit der Schiffsverbindung. Deswegen gehen wir hier erstmal gerade. Und alles andere wird sich dann schon ergeben. Da nicht genügend Geld, das ist klar. Ja, wie gesagt, hier soll ja auch natürlich alles hinkommen, was sie so brauchen. Dann machen wir mal so. Und jetzt fehlt ja nur noch der Anschluss hier, quasi. Dafür brauchen wir auch 1440. Na komm schon, gib uns das Geld. Na los. Genau so. Das wird nämlich die Hauptstraße und da drin werden wir den Rest jetzt unterbringen. Schule etc. pp. Beziehungsweise werden wir hier Feuerwehr und so weiter hinsetzen. Das bietet sich, glaube ich, ganz gut an. So, dann lass mal schauen. Ja, erweitern Sie Ihre Stadt. Das ist logisch. Hier werden noch Verkaufsgebäude entlang führen. Denen macht das nichts aus, wenn die da so ein bisschen lauter sind an der Autobahn. So. Ja, hier wird natürlich zugezogen wie die Irren, sag ich mal. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Ja. Könnte auch noch besser sein. Hier werden wir mal den Stil setzen auf europäisch. Wir setzen mal es auf europäisch. Wie gesagt, ich möchte ganz gerne verschiedene Distrikte wieder haben mit verschiedenen Stilen. Und zack, das haben wir auch. Zack, das haben wir auch. Sehr schön. So, noch schnell verbinden. Wasser ist mehr als genug da. Und das Einzige, worüber ich mir Sorgen mache, ist halt Strom. Und wie ihr seht, ich habe eine Mod drauf. Da dienen die Straßen gleich als Stromlieferant. Finde ich auch eine gute Sache. Was ist das denn hier? Bridge? Park Observer Tower? Ah, ich brauche dringend nochmal Strom. Wenn die hier alle nochmal zuziehen, na dann gute Nacht, ey. Dann gute Nacht. Aber das sieht... Guckt mal, das sieht... geil aus, oder? Das sieht doch mal richtig geil aus.
Ah, wunderschön, Freunde. Da möchte man doch wohnen. Aber sowas von. Wäre gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden, oder? 1900. Wir brauchen 2200, damit wir das Erzgebiet da aufziehen können. Was ich für wichtig halte. Jetzt haben wir schon die ersten Probleme, was den Strom angeht. Da müssen wir ein bisschen was investieren. In den Strom. Wir hören mal auf 110%. Ja, okay. Kostet uns jetzt im ersten Moment natürlich ein bisschen mehr. Das heißt, wir müssen sparen auf ein neues Kraftwerk. So, Industrie haben wir gerade gar keine Nachfrage. Das heißt, unsere Leute sind anscheinend sehr glücklich. Der Mondpark, da könnten wir eigentlich auch nochmal ganz kurz was reinsetzen. Da haben wir ja neue Sachen bekommen. Wie ist es? Park. Ah, hier ein Park. Parksteg, ne? Ein Steg mit Plattform. Parkinfostand, Parktoiletten. Ja. Ah, nee, nee, nee. Aber da habe ich eine Idee. Da habe ich doch glatt eine Idee, was wir machen könnten. Wir könnten natürlich hier auch noch ein kleines Parkgebiet bauen. Eventuell hier dann noch mit Wasser. Das war wirklich ein kleiner Park. Aber egal, ne? Aber eigentlich wollte ich ja... Ach, das ist alles so... Verdammt. Man hat so Ideen. Ich habe auch gerade noch eine Idee. Eventuell, nee, da müssten wir hier extra rüber. Nee. Nee, nee, nee. Das machen wir nicht. Aber was wir jetzt noch machen werden, was ich glaube ich auch für wichtig halte, ist das Thema Wasserschutz. Hallo? Wasserschutz? Kai? Allerdings hier eine Hochwassermauer. Glaube ich auch nicht so verkehrt. Das geht nicht. Ja, das ist... Ist auch doof. Wände zu... ist halt Wasserschutz. Ist ein bisschen eingemauert. Aber hey, lieber so. Als wenn wir... Ja. Das lassen wir, das ist okay. Aber hier vorne, das ist... Das ist hart an der Grenze, Freunde. Das könnte... Ja, kein Bau auf Wasser möglich, ich weiß. Komm, na, dann müsste ich das wirklich wegreißen. Das ist echt schade. Aber gut, na, wir müssen unsere Bewohner schützen. Na, geht nicht. Na, eben ging's doch. Hallo? Stadt braucht mehr Strom. Ja, ich weiß. Oh, wir haben aber genug Geld. Stop it. Da wieder. Da zickt er so ein bisschen rum. Okay, machen wir es doch anders. Nehmen wir doch einfach Move It. Na Quatsch. Und ziehen uns das so hin, wie wir es brauchen. Was soll's? Ich meine... Ne? So, okay. Dann jetzt hier. Ein Stückchen... Weiter weg. Move it. Macht's dann möglich. So, okay. Dich ziehen wir ein Stück.
Stückchen heran. Und dann passt das auch. Das ist in Ordnung. Dann bleibt das hier offen. Für Strand. Und hier hinten müssen wir mal gucken. So, das ist ein Problem, was wir gelöst haben. Jetzt ist das Thema Strom. Da brauchen wir nochmal Strom. Und Müllversorgung haben wir auch das Problem gerade. Keine neuen... Was ist das hier? Geothermal, da brauchen wir aber 32.000. Lärm 1, 400 Megawatt. Ja, komm, wir sparen noch mal kurz drauf. Die 32.000 nehme ich in Kauf. Aber Müll wird ein Problem gerade. Kommen sie nicht mit klar. Müll ist gerade ein Problem. Sickert. Ja, komm, was soll's. Recyclingzentrum kostet mir eben 16.000. Alle anderen sind... So, hier ist nur einer. Den können wir auch nutzen. Der macht nur Lärm. Ich würde es natürlich gerne irgendwo auslagern, aber was willst du machen? So, dann haben die jetzt auch das erledigt. Dann ist das Müllproblem hier gegessen. Erst einmal. Dann lass mal kurz gucken. Den Strand, wie gesagt, das lassen wir hier so natürlich, aber die der Hochwasserschutz hier musste sein. Hier hinten ist auch noch ein bisschen kritisch. Aber es geht noch. Das lassen wir so. Gut, dann können wir hier wirklich nochmal schauen, dass wir hier irgendwie vielleicht nochmal einen Strand oder irgendwie sowas hinbekommen, beziehungsweise einen Park. Aber wisst ihr was, liebe Freunde? Das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben und dann sehen wir uns bald, bald wieder. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von netgaming.tv. Bye, bye.